mal zusammen und Call of the Wild ist angesagt, mal wieder die legendären Fische. Als erstes machen wir Norwegen und dort ist der Hecht aktiv. Den holen wir uns einmal ab. Er ist eigentlich relativ einfach zu finden. Wir kommen direkt zum Equipment, was ich hier nutzen werde. Swimbait 2.0er, 25 Kilo Schnur, die Rolle, die Rute. Auf der Karte zu finden, das Ganze an der folgenden Stelle. Hier sind wir. Und die Anfangsstadt ist hier oben. Hier müssen wir hin. Einmal hier rüber porten und dann müsst ihr einmal rumlaufen. Dann bin ich hier auf diese kleine Insel rüber gegangen. Und von hier werfen wir jetzt einmal raus, würde ich sagen. Am Hecht, ja, so wie immer, rauswerfen. Geschwindigkeit 3, 2, eigentlich völlig egal. Und einfach durchziehen. Machen wir auf 2 und ziehen den Swimbait einmal durch. Theoretisch müsste der bis sofort kommen, wenn wir an der richtigen Stelle natürlich sind. Das denke ich mir aber. Wie gesagt, besser einen Haken zu kriegen, also vor allem der Hecht, das ist sehr, sehr angenehm. Okay, dann wollen wir mal die Bremse ein bisschen zumachen. Und ja, nur noch Drill. Dauert jetzt so. Ja, kommt drauf an. Könnte auch 10 Minuten dauern. Kommt immer ganz drauf an, wie und was man da macht. Aber in der Theorie so 6 bis 10 Minuten. Na gut, wie sieht's aus in Call of the Wild? Ja, ich habe ja also viele Projekte am Laufen zurzeit. Zu viel, meiner Meinung nach, aber ich versuche mein Bestes, dass ich alles auf die Reihe kriege. Und es klappt schon irgendwie, denke ich. Das Wichtigste mache ich eigentlich. Ich versuche euch die Spots von den legendären Fischen zu zeigen. Der Rest, ja, der kommt schon irgendwann. Spanien war schon interessant oder ist immer noch interessant. Das neue Update ist schon relativ cool gewesen. Da war ordentlich geangelt. Also besser gesagt, ich habe da ordentlich geangelt. Da Gas gegeben. Ja, wahrscheinlich auch. Oder die meisten von euch. Aber wir sind da ja noch nicht ganz durch. Wir müssen noch die Challenges noch machen. Da muss ich auch noch schauen, wie ruhig, wenn ich da Zeit für finde. Na gut. Aber das mit dem Hecht, wie gesagt, werden die legendären Fische alle so easy zu bekommen, dass man einfach nur ja hingeht, einmal reinschmeißt, kommt in einen Haken, muss nur noch drillen und gut ist. Es ist auch, ja, ich sag mal so, bis zu einer Grenze ist das schlecht. Also beim Hecht ist es zu einfach. Quappe ist auch, ja, meiner Meinung nach, auch zu einfach. Aber es gibt auch Fische, wo es nicht so einfach ist. Das ist zum Beispiel der Barsch. Den müssen wir erst finden. Und den haben wir diese Woche. Den werde ich gleich auch versuchen, noch zu machen. Und oder den Sidewind, der ist ja teilweise komplett. Naja, ich will jetzt nicht sagen heftig, aber da kann schon mehrere Stunden dauern, ne?
Das ist das große Problem. Wenn man sich da dran setzt, kann es 5, 4, 5, 6 Stunden dauern, bis man diesen Fisch im ersten Kescher hat. Und wenn man das zeigen will, ist der Tag schon gelaufen, ne? Na gut, der Hecht kommt jetzt ran langsam. Aber ich glaube, der ging ja nochmal los. Ich weiß nicht, ob man den stoppen kann, wenn er beim zweiten Mal abhauen will. Man kann es ja probieren. Das werde ich nicht probieren. Es macht keinen Sinn, da reiße ich den ab. Bin ich mir 100% sicher, ich werde den abreißen. Dementsprechend nicht schlimm. Lass mal ihn nochmal ziehen. So. Sieht so aus, als ob es vorbei wäre erstmal. So langsam, aber sicher. Dann wird er müde. Ja, und da kommt er langsam ran. Und ja, dann haben wir gleich den Hecht schon mal abgehakt. Sehr schön.
Da ist er. Der Gute. Komm ran. Jetzt kämpft er meine Nummer. Aber er dürfte jetzt keine Chance mehr haben. Gleich haben wir dich, Kollege. Na, komm schon. Ach, das gibt's so nicht. Weil am Ende nicht. Jetzt hoch hier. Irgendwann den Kescher benutzen oder was ist hier gerade los? Ja, das wäre der hübsche Hecht gewesen. Und zwar einen kleinen Tipp habe ich noch am Ende. Ihr seht ja hier den Turm, so dass ihr genau in die entgegengesetzte Richtung werft. Und dann solltet ihr eigentlich direkt beim ersten Wurf am Haken haben. Alles klar, das wäre es mit dem Hecht gewesen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.